Hallo Leute, ich habe hier so Fragen mir abfotografiert mit der Kamera, ja, nicht wundern, weil das sollte jetzt so das Fragen-Antworten-Video werden, weil ich habe mir auch so Fragen ausgedacht und so und habe auch so Fragen bekommen. Aber ich wollte noch jemanden grüßen, nämlich die Lana Boomcamp, Weil sie mich darum gebeten hat. So, hier habe ich mal den Namen aufgeschrieben, also Lana Boomcamp, so. Ja. Ja, da habe ich den Namen aufgeschrieben, damit ihr wisst, wie es geschrieben wird oder so. Und ja. Beginne ich jetzt mit der ersten Frage. Wie heißt du? Also, ich heiße Sophie mit Vornamen. Mein Nachnamen sage ich hier natürlich nicht. Ja. Also, ich heiße Sophie mit Vornamen. Sophie heiße ich. Und zweite Frage, wo wohnst, lebst du? Also, ich lebe in Deutschland, in Sachsen und mehr dazu müsst ihr auch nicht wissen. Also, nicht die Adresse und so ist da klar. Ja, und mit meinen Geschwistern, meiner Mama. Mein Papa nicht, aber er kommt auch zu Besuch. Er ist auch gerade zu Besuch. Daher ist das auch nicht so schlimm. Jo. Nächste Frage ist, hast du Geschwister und wie viele? Ja, ich habe Geschwister. Ich habe drei Brüder. Ja, ich habe drei Brüder. Nächste Frage, wie heißt dein erstes Reborn-Baby? Also sozusagen, mein erstes Reborn-Baby ist Lia, weil, ja, mein erstes Reborn-Baby ist sozusagen Lia, aber natürlich jetzt nicht so ein richtiges, echtes, aber ja, nicht. Bei der Beschreibung stand ja auch irgendwie Reborn Baby und so. Und ja. Die nächste Frage ist, seit wann hast du Lia-Datum? Ich habe Lia am 1.8. gekriegt, 2015, ja. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Macht so ein Auspackvideo und ja, könnt ihr euch ja angucken, wenn ihr wollt, natürlich. Und da könnt ihr sehen, wie happy ich war oder so. Happy. Nächste Frage, wie viele Puppen hast du? Also jetzt so, jetzt habe ich so insgesamt vier Puppen. Also Lotta, Emily, Tamara und Lia. Lia. Nächste Frage, mit was filmst du? Also entweder filme ich mit meinem Handy, mit der Handykamera oder mit FIFA-Video. Das ist eine App. Das ist eine sehr gute App, damit kann man filmen und so. Und sonst filme ich mit dieser Kamera, wenn ich nicht mit meinem Handy filme. Mit dieser Kamera. Das ist hier. Habe ich jetzt hier so eine pinke Kamera. Sie gehört aber nicht ganz mir hier. Die nächste Frage ist, Sommer oder Winter? Ja, ich nehme Sommer, weil ich finde es einfach so lieber, wenn es so wärmer ist und so. Ja. Nächste Frage. Hast du dir selber gekauft oder deine Eltern? Habe ich eine Frage gekriegt. Ich habe sie nicht selber gekriegt. Also es war so, ich wollte sie haben. Also ich habe es so gesehen, wollte sie haben und sozusagen hat ja meine Mama dann eben bestellt. Müsste so gewesen sein. Und dann habe ich sie gekriegt. Aber ich habe auch von meinem Geld was zuzahlen müssen. Also ist nicht so, dass ich das nur geschenkt gekriegt habe oder so. Aber ich musste zum Glück nicht alles selber bezahlen und noch doch so Geld dazu gekriegt. Deswegen hatte ich dann irgendwie relativ schnell gekriegt. Nächste Frage ist Vanille oder Schoko? Ja, da wähle ich Vanille. Auch wenn ich Schoko sehr lecker finde, aber. Also, das ist jetzt so beim Eis. Ja. So, ich bin mal mehr ins Licht gegangen. Die nächste Frage ist, was ist dein Lieblingsessen? Also, was mein Lieblingsessen ist, das ist so Spaghetti, Döner, Dürüm oder sowas. Ja, Pommes, ganz lecker. Finde ich auch ganz sehr lecker. Nächste Frage ist, wer ist Feli? Also, Feli ist meine Freundin. Ich habe sie eben von. Sie geht auch auf meine Schule und ja, sie wohnt eben nicht so weit von mir weg und da kann ich sie auch oft sehen, nicht nur in der Schule und so. Und ja, Feli ist mal eben meine Freundin
Die nächste Frage ist, wo gehst du das meiste für Lia kaufen? Ich glaube, das habe ich auch als Frage gekriegt. Also so, ich gehe das meiste so für Lia kaufen in DM, Primark und Kick, weil ich habe, und H&M, weil da habe ich schon so Sachen hergekriegt, aber das meiste eigentlich so jetzt so vom Primark und ja, ich habe zwar am Anfang was vom Kick gekauft, aber ja. Nächste Frage ist, was ist Lias Lieblingsschnuller? Und ja, ich sag mal, das ist dieser hier. Das ist dieser für Frühgeborene oder so. Oder für Neugeborene, glaube ich. Neugeborene. Da hast du Herzen drauf und so schön pink. Es gibt noch so mit Sternen. Auch voll süß. Und das ist eben so klein und ja, voll süß und irgendwie so dezent, finde ich. Und passt eben zu vielen Outfits dazu. Ja, das ist dieser. Die nächste Frage ist, was ist das Erste, was du für Lia selbst gekauft hast? Das Erste, das war so, ich glaube, vom Kick Sachen, aber das war so eine Bluse und diese Hose, die habe ich als erstes gekauft. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob ich die Hose oder die Bluse zuerst gekauft habe, weil ich habe das ja am selben Tag gekauft. Also eine Bluse und eine Hose habe ich für sie selbst gekauft, also was nicht im Paket dabei war, wo kommen ist und so. Nächste Frage, was war Lias erster Schnuller, den du für sie selbst gekauft hast? Das ist dieser Schnuller. Habe ich für sie selbst gekauft. Das ist auch ihr zweiter Schnuller. Weil ihr erster Schnuller ist ja, wo sie angekommen ist. Der eine rote und das ist ihr, was ich selbst gekauft habe. Habe ich auch vorhin schon gezeigt. In anderen Videos sieht man dann auch den pinken. Ja, also die nächste Frage ist mein Lieblings-YouTuber. Eigentlich habe ich nicht so richtig so einen Lieblings-YouTuber. Ja, weiß nicht, einfach nicht so. Aber ich kann ja mal sagen, welche ich mag. Ich mag zum Beispiel so eine Angel oder hier habe ich auch welche fotografiert. Ja, so. Oder so richtig kleiner Bahana oder Lilis Welt oder ja, sowas. Eher auch was beim Kinderkanal hier, Kinderkanal, wenn da was dabei ist oder so. Ja, also das waren jetzt die Fragen, die, ich glaube, 19 oder so. Oder weniger, oder 18. Ja, die Kamera, ich habe schon mal gezeigt. Und ja, das waren die Fragen. Und